Wir befinden uns hier gerade im Meerwasser-Tierpflegebereich. Hier haben wir Tiere, die wir erstmal noch ein bisschen großpäppeln. Wenn sie ankommen, tun wir die Backstage in die Aquarien hier bei uns und füttern sie ganz gezielt, beobachten sie, ob sie gesund sind, wie sie sich verhalten. Und wir haben Korallen auch hier in der Korallenzucht, die erstmal so ein bisschen anwachsen müssen und sich vergrößern müssen. Ja, natürlich müssen die Tiere hier auch versorgt werden, täglich. Wir haben bei einigen Tieren Fütterung mehrmals täglich, bei anderen Tieren vielleicht nur jeden zweiten Tag. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Tierarten an. Zum Teil füttern wir die Tiere von Hand, also wirklich bei unseren neuen Rochen, die wir jetzt seit ein paar Wochen hier haben, die kleinen Kulirochen, die füttern wir wirklich aus der Hand, geben den Fisch ganz gezielt ans Maul und dann lutschen die den Fisch so aus der Hand raus. Das ist auch ganz toll zu beobachten. Andere Fische müssen wir mit der Pinzette füttern, zum Beispiel die Feuerfische. Da dürfen wir also gar nicht so nah ran, weil das Giftfische sind. Das wäre jetzt zu gefährlich, da also aus der Hand zu füttern. Wenn wir neue Tiere bekommen, dann müssen die zunächst an unser Wasser gewöhnt werden und an die Temperatur, die Dichte, den pH-Wert. Das heißt, wir packen die Tiere aus, wir tun einen Teil des Transportwassers weg und ergänzen diese Wassermenge mit unserem Wasser. Und das macht man ein- oder zweimal über einen gewissen Zeitraum, wartet eine halbe Stunde dazwischen, sodass sich die Tiere langsam an den neuen pH-Wert oder an das Wasser gewöhnen können und an die Dichte und die Temperatur. Und wenn die soweit stabil stehen, sich auch von dem Transportstress so ein bisschen erholt haben, dann lassen wir sie in die entsprechenden Aquarien einschwimmen, reingleiten und dann können sie sich dort neu zurechtfinden. Wir befinden uns hier im Herzstück des Aquazoos. Das ist unsere Filterzentrale. Hier fließt das Wasser aus allen Großbecken und Großkreisläufen zusammen und wird gefiltert, aufbereitet, erwärmt oder gekühlt, je nachdem. Gereinigt natürlich durch die verschiedenen Filteranlagen. Das passiert alles hier unten im Filterkeller. Ja, wenn wir das nicht tun würden, das Wasser nicht filtern würden, dann würden sich im Wasser immer mehr Schadstoffe, giftige Stoffe für die Tiere anreichern und die muss man einfach durch diese verschiedenen Filterstufen herausfiltern, umwandeln, umsetzen. Das sind ganz natürliche biologische Prozesse, die da auch stattfinden, werden erledigt durch Bakterien und das muss man einfach machen, weil sonst das Wasser für die Fische nicht mehr gesund ist. Wir stellen hier unser Meerwasser, was wir benötigen, selber her. Wir haben hier rechts neben mir ist ein Anmischbecken, da pumpen wir Osmosewasser hinein. Das ist sowas wie destilliertes Wasser, da ist das ein ganz reines Wasser. Und da fügen wir aus Säcken eine bestimmte Salzmischung zu. Die ist auch wiederum künstlich hergestellt, das bekommen wir aber geliefert, dieses Salz. Und dann müssen wir in einem bestimmten Mischungsverhältnis Wasser-Salz das so herstellen, dass wir eine bestimmte Dichte des Meerwassers erreichen. Und dann löst sich das Salz für 24 Stunden in dem Anmischbecken und wenn das geschehen ist, dann pumpen wir es um in so unser großes Vorratsbecken mit 80.000 Liter und von dort aus geht es in die ganze Hausversorgung, in die Filtertechnik hier zum Nachspeisen der Filter rein und wird einmal im ganzen Haus verteilt.